ist. Wer daraus einen Ring schmiedet, wird mächtiger als der mächtigste Gott. Aber für dich ist das nichts. Dieser Ring hat ihn ganz verrückt gemacht. Er denkt, er kann sich jetzt alles erlauben. Er beutet alle hier in Nebelheim aus. Mich, Miebe, Meisterschmied, seinen eigenen Bruder. Ich musste diesen Helm für ihn schmieden. Ohne Pause und Ruhe lässt er uns Nibelungen graben, um seinen Reichtum zu vergrößern. Ich verfluche diesen Helm. Seine magischen Kräfte würden dem, der ihn trägt, fortan den Tod bringen. Er besitzt ihn, so von Sorgen gequält. Und wer ihn nicht hat, von Neid zerfressen. Love Potion Number 9! Einfach toll, dass du den Drachen besiegt hast und den Ring wieder gewonnen hast. Siegfried, gib diesen Ring den Rheinweibern wieder zurück. Nein, daran denke ich gar nicht. Ich gehe zu Brünnhilde, sie liegt irgendwo auf einem Felsen umgeben von einem Feuerring. Nein, davon hatten wir ganz und gar nichts. Wir geben diesen Ring schlicht und einfach den Rheinweibern zurück. Nein, davon hatten wir auch ganz und gar nichts. Oder willst du mich etwa aufhalten? Schwöre, sei treu, sei treu.